Columbia Pictures entwickelt eine Neuauflage des Kulthorrorfilms Anaconda aus dem Jahr 1997. Jack Black und Paul Rudd sind bereits im Gespräch für die Hauptrollen. Tom Gormican, bekannt für The Unbearable Weight of Massive Talent, soll zusammen mit seinem Kollegen Kevin Etten das Drehbuch schreiben und Regie führen. Im Originalfilm Anaconda spielten Jennifer Lopez, Ice Cube und John Voight eine National Geographic Crew, die im Amazonasgebiet gegen eine tödliche Riesenschlange antritt. Die Neuverfilmung führt eine neue Handlung ein. Eine Gruppe von Freunden, die sich in der Midlife-Crisis befinden, beschließen, ihren Lieblingsfilm aus ihrer Jugend neu zu drehen. Ihr nostalgisches Abenteuer führt sie in den Regenwald, wo sie auf reale Bedrohungen treffen. Darunter Naturkatastrophen, gewalttätige Kriminelle und natürlich Riesenschlangen. Obwohl die genauen Rollen noch nicht bestätigt wurden, deuten Quellen darauf hin, dass Black und Rudd Charaktere darstellen werden, die von ihrer Karriere enttäuscht sind. Der eine ein Hochzeitsvideofilmer, der andere ein erfolgloser Schauspieler. Das Projekt befindet sich seit Anfang 2023 in Arbeit und wurde mehrfach umgeschrieben, um den richtigen Ton zu treffen. Produziert von Brad Fuller und Andrew Forms Fully Formed, soll der Film an den Erfolg des Originals Anaconda anknüpfen, das weltweit 136 Millionen Dollar einspielte und mehrere Fortsetzungen nach sich zog.